Servus Freunde, was geht ab? Ich bin's Fatih und ja, neue Präsentation, ihr wisst es. Hab richtig gehört, neue Präsentation und ja, zur Seite schauen, alles cool, alles fit, egal, scheiß drauf, wenn scheiß aussieht. So, ja, ich habe das Label Safe Mad Records unterstützt, diesmal mit Chronik 3. Es ist jetzt draußen, aktuell. Gerne abchecken bei Google Play und so weiter, ihr wisst es. Ich krieg nichts dafür, Kohle oder sowas, interessiert mich, ich sag das von mir aus, weil es mir gefällt, okay? Rest. Seid mal leise jetzt. So, hier ist die Platte. Das muss ich mal ganz kurz sagen, sorry, ja, weil manche unterstellen mir, ja, doch ich Geld für diese Scheiße und so weiter. Ich krieg gar nichts, nur von YouTube verdiene ich Geld, ja, klar. Aber von SafeMade Record oder so kriege ich das jetzt nicht kostenlos. Ich muss das selber auch latschen oder kaufen, bestellen und hier liefern lassen, wisst ihr? Naja, Chronik 3. Und ich freue mich echt darüber, dass ich das habe, Freunde. Und ja, lasst nicht lange schnacken und einfach mal öffnen die Box. Butterfly für Arme ist wieder mein Satz. Und ja, der unterstützt mich seit Jahren lang. Und ja, der ist ein treuer Gefährte von mir. Wie ich selbst mit Records, wie zum Beispiel jetzt lange dabei ist, ja, Kollega und Fave, also Favorite. Und ja, so ist das bei mir wie Dick und Messer. Naja. So. Ja. So, jetzt. Ey, der Inhalt, freue ich mich richtig drauf. Vorsicht abstellen. So, was sehen wir denn da? Das sind echt klasse Freunde, Mann. Erstmal Sticker. SafeMade Records. Zweites Sticker. Favorite. Drittes. Kollega. 257ers. Karate Andy. Karate, sag ich schon. Karate Andy. Und Genetik. So. Boah. Kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu. Poster. Was erwartet uns auf dem Poster? Ich glaube, da ist es komplett. Ah, nice. Die ist so groß. Hammer. Echt nice. Hoffe ich, seht ihr das? Da ist komplette Crew drauf. Moment, ich muss auch gucken, wer wo ist. Aha. Kollega, Genetik, 257ers, Faith und Karate Andy, ne? Ja. Ist echt krass, nicht so groß, nicht so klein. Boah. Jetzt kommen wir eigentlich zum Meisterstück von dem Ganzen, also das Herz. Aber ja, was soll ich sagen, Mann? Ist krass. 10 Jahre Selfmade Records. So sieht's aus. Das ist nicht so ein Standard Buchcover-Dingsbums. Ich habe keine Ahnung von Büchern, aber das ist halt. Hört ihr das? Das ist rau so. Halt aus nicht Kunststoff, sondern aus Polyester oder Baumwolle. Nicht halt dieses Plastik halt. Und voll edel sieht das eigentlich aus. Und hier, 10 Jahre. Jetzt ohne Spaß von jetzt. Ne? Ich fange eigentlich mal jetzt. Soll ich jetzt jede Seite zeigen? Das kann doch nicht machen, oder? Ich kann doch nicht jetzt jede Seite zeigen und das wäre viel zu krass. Ich sag nur, weißt du was? Wir machen das so. Eigentlich ist ja ein Unboxing-Typ, eigentlich der Präsentation macht, müsste eigentlich alles zeigen. Aber seid mir ehrlich, Mann. Soll ich jetzt 100, 100, warte, 180 Seiten oder so? Jede einzelne Seite zeige. Manche nicken jetzt, ja, zeig. Nein, Bruder, ich zeig das nicht. Und ja, wenn du es haben willst, kaufst du dir das. Für, keine Ahnung, bei Amazon. Und dann hast du das. Aber sieht schon edel aus. Ich könnte mal so auch Spaß mal zeigen. Hier, JBG von Kollega.
Ganz kurz, das kann ich dir zeigen. So sieht's aus zum Beispiel. Das war, glaube ich, genau die Mitte oder so, ne? So sieht's aus. Und ja, über 100.000 verkauft. Und ja, was soll ich noch zeigen? Ich könnte hier, das dauert viel zu lange. Sieht euch das selber an, kauft euch das. Und hier steht einfach die Geschichte hier. Zum Beispiel Jung, brutal, gut aussehen 1. Geschichte ist auch dabei. Und ja, von Genetik halt, von damals noch den anderen Künstlern. Von jedem ist was dabei. Von, wie heißt das? Von 257, das Kaspar ist auch dabei. Kasper, Entschuldigung, Kaspar. Du bist vor der Kaspar. Ja, Kollege, alle. Favorite. Karate 257er ist Elvia, ist auch am Start. Ja. Alles dabei, Mann. Hier, Kool Savas ist dabei. Hier zum Beispiel, das kann ich mal zeigen. Und ja, vieles mehr. Muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Echt nice. Tut mir leid, wirklich nicht falsch verstehen. Manche regen sich bestimmt jetzt auf, was bin ich denn für ein Pisser oder so. Ist mir eigentlich egal. Tut mir leid, Alter. Meinst du, ich zeig jetzt ein paar Stunden lang diese komplette 280 Seiten? Jetzt nickt der eine schon wieder, sagt, ja, zeig mal. Nein, tut mir leid, zeige ich nicht. Und ja, verschieb mich einfach nicht falsch. Wir sind dafür da jetzt, das, was im Inhalt drin ist, ist schön, alles klar, ist Hammer, ein Buch von Safemade Records. Aber wir wollen ja die Musik und den Inhalt von der Musik anschauen und wie nennt man das? Anschauen und lokalisieren? Nee. Studieren. Sagen wir mal studieren. Naja, wir sind jetzt für Chronik 3 hier zuständig. So. Die Instrumentalen-CD von Chronik 3. Machen wir ganz schnell, ganz flott. Aber wie ihr gesehen habt, das Buch ist einfach krass, ne? Eigentlich schön. Also zum Beispiel unter uns hier, ich habe Chronik 1 und 2 nie gehört. Bin ich ehrlich. Weil ich kann das nicht, also ich kann das nicht abhaben, heißt das nicht so. Das heißt für mich so, wie soll ich das erklären? Ich war nicht in dieser Liga damals, wo ich das gehört habe. Ich höre jetzt ungefähr seit 4 Jahren Rap ungefähr. Vier Jahre. Und das kann nicht. Ich kann das nicht mitfühlen, was die bei Chronik 2 gefühlt haben. Verstehst du, was ich meine? Ich fühle nur das, wie es im Moment ist, wie die Lage ist. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Das ist komisch jetzt, wenn ich jetzt anfange zu labern. Guck mal, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt ein Beispiel von Kollega jetzt, ne? Zuhälter-Tape 3 zum Beispiel jetzt, ne? Kam 2009 oder 8 oder 7. Oder keine Ahnung, Mann, ne? Irgendwann kam es, ne? Da habe ich noch nicht Musik angefangen zu hören. Und diesen Flow, was er da abgeliefert hat, hat er so gespürt, wo er es einfach auf den Beats geballert hat. Zum Beispiel, du kannst das nicht mitfühlen, weil du warst nicht dabei und du hast erst später das gehört. Da hat er schon andere Sachen rausgebracht. Dann diese aktuellen Sachen verstehst du mehr, weil du es mitgefühlt hast, weil du die Blogs und so weiter gesehen hast. Zum Beispiel bei King. Das fühle ich mit, weil ich weiß, wie der da abging. Und natürlich weiß ich das auch, wie bei Zuhälter-Tape abging und so weiter. Klar, habe ich ja Videos und so gesehen. Aber ich kann das nicht mitfühlen, weil ich erst später geboren bin. Das ist halt kompliziert, meiner Meinung nach. Ne? Nicht, dass du jetzt denkst, was labert der für Scheiße, aber wenn du verstehst, was ich meine, dann weißt du, was ich meine. Naja. So sieht's aus, ein goldmäßiger Style. Die CD müsste jetzt auch mal ein bisschen edel sein, das wäre mal nice. So. Ganz schnell. Ganz schnell. Oh, hier. Ich sehe sowas, ne? Scheiße. So. Die Tracklist. Warte. 21 Songs. Cover. Oh, wie sieht man das? Hier, zum Beispiel hier. Farid ist dabei. Dann ist Materia, SSIO dabei und Casper. Richtig geile Features, Alter. Sag mal ehrlich, ein Feature mit Kollega und SSIO auf einen Track mit Karate haben die. Schon krass. Hat man nicht alle Tage oder sieht man nicht alle Tage. Auch nie wieder, glaube ich, aber ja. Hat man das wenigstens, den Song. Checkst. Oh, krasse Scheiße. Guck mal. So sieht die CD aus. Safemade Records Style.
Chronik 3. Nice. Von innen. Ja, richtig nice. So habe ich das erwartet. Eigentlich habe ich erwartet mit schwarzer CD. Boah, die sind richtig geil, Alter. Wenn der Hintergrund von CD schwarz ist. Seid mir ehrlich, wie edel ist das dann? Ich krieg nie den Booklet raus. Warte, chill, das kann jetzt dauern. Ah, so. Booklet. So. So sieht's aus. Erste Seite. Das ist ein bisschen komisches Material so. Das ist kein richtiges Papier. So. Boah, und das stinkt ein bisschen, Mann. Trotz Nase zu riecht das. Das riecht irgendwie so extrem nach Chemikalien. So. Genetik. Ey, ich freue mich richtig krass, dass Genetik dabei ist. Achter Tag könnt ihr auch abchecken. Das Video habe ich schon hochgeladen. War auch richtig nice. Und ja, was soll ich sagen? Genetik freue ich mich richtig drauf. Favorite sowieso. 257ers höre ich auch, aber nicht so richtig krass. Versteht ihr, was ich meine? Nicht, ist ja nicht schlimm, muss ja nicht jedem gefallen. Siehst du, ich kritisiere die Rapper auch manche. Kollega feiere ich sowieso. Karata, die kenne ich gar nicht so richtig. Also habe ich schon kennengelernt, so ein paar gehört. Aber nur vielleicht jetzt auf diesem Album höre ich den. Aber sonst so persönlich, nein, tut mir leid, bin ich ehrlich. Und ja, ansonsten, boah, warte mal, ich muss die Buch immer rausholen. Soll ich das denn knicken gleich? Das geht gar nicht gleich zu. Verstehe ich nicht. Freunde, das Buch ist größer als diese Box. Verstehst du, was ich meine? Und wie soll ich die gleich zumachen? Pass auf, warte, warte, warte. Ihr seid ja noch dran, live. Ich CC dabei was. Also, das ist ja 10 Jahre Safemade Record. Ich finde es richtig krass, dass sie so ein Buch rausgebracht haben und so weiter. Haben die mal Respekt verdient. Und ja, haben die den Käufer gefunden. Und ja, klar, muss sein, meiner Meinung nach. Wenn du ein Fan bist, dann musst du das auch gönnen. Dann musst du sowas haben. Erst wollte ich mir nur die Standard-Edition kaufen, aber habe gedacht, komm, 10 Jahre Safemade Records, was willst du mehr, Bruder? Ich schwöre. Naja, zu viel geredet heute, reicht für heute. Und ja, unterstützt mich, unterstützt die Jungs. Ihr wisst ja über die einzelnen CDs, was sie letztes Jahr rausgebracht haben oder dieses Jahr halt. Und checkt die Seite aus von mir. Gebt mir ein Like oder Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal. Verkauft meine Seite, Spaß, das macht ihr nett. Aber teilen könnt ihr, wenn ihr wollt. Und lasst einfach rasieren, Freunde. Okay, Fatih. So, Chronik 3, Safemade Records präsentiert. Und Fatih präsentiert natürlich richtig. Und der Butterfly für Arme präsentiert auch. Naja, Freunde, haut rein, euer Fatih. Peace. Ciao, sind.